Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Outlast. Wir haben ein kleines Problem, denn wir haben gerade einen bestimmt getriggert. Wir konnten noch fliehen. Aber der ist noch irgendwo. Und bei dem hier drin bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der freundlich sein soll. Aber wo der andere ist, weiß ich aktuell gar nicht. Ich bleibe still, eigentlich. Ich möchte nur in den Raum. Lässt du mich vorbei? Oh. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Oh Gott. Okay, wir sind hier drin. Ich sehe da hinten schon eine Batterie oder was? Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber nur eine Batterie. Aber immerhin besser als gar keine. Vielen Dank. Ne? Weiß ich zu schätzen. Ich lasse dich in Ruhe. Keiner tut dir was. Die Tür ist immer noch zu, oder? Ja, der Typ ist immer noch dort. Und wo ist jetzt der andere? Das macht mir noch am meisten Sorgen. Der Typ ist einfach durchgebrochen durch die Wände. Ich will gar nicht hochstehen. Ich crouche mal weiter. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der nicht mehr hier ist. Oh. Sehr schön. Mit den Resten an Batterien überprüfe ich hier nochmal, ob wir was haben, aber hier ist ja gar nichts. Wozu das Ganze? Muss ich hier vielleicht was eintippen? Ach ja. Die Luftschleuse einschalten. Erstmal nachladen. Und deaktivieren. Weg. Ach so. Jetzt verstehe ich. Was macht die Musik? Ich habe schon gedacht, was macht die Musik? Keiner war hier. Oh oh. Oh oh. Weißt du was? YOLO! Oh, das ist der Typ. Ich glaube, wir haben ihn sogar abgehängt. Oh ja. Also, man darf manchmal auch ein bisschen stolz auf sich sein. So wie jetzt gerade. Ich meine, das hätte auch in die Hose gehen können. Okay, hier ist nichts drin. Oh, oh nein. Oh nein, nicht die zwei. Die gleichen wie vorhin. Da kommen wir überhaupt raus? Hallo. Lass sie nicht stören. Ja, ihr zwei da. Aha. Hodenkrebs. Ach so. Okay.
Wir hängen uns rüber. Bis hinter sie. Die müssen ja jetzt hier sein. Und jetzt weiter. Oh, wir gehen automatisch rein. Oh nein. Dem Blut folgen. Will ich aber gar nicht. Ich gehe jetzt mal hier rein. Nee, ich gehe hier nicht rein. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Zu den Duschen? Hast du eine Batterie liegen? Nein. Ach. Wir müssen, okay. Das macht es uns einfacher. Wir müssen auch irgendwie da rein, aber... wahrscheinlich auch nur mit der Schlüsselkarte. Oh nein. Nicht der Typ schon wieder. Totale Sicherheit. Oh Mann. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Ich bezweifle es so ein bisschen, aber schön, dass wir wissen, wer es ist. Alter. Bitte sag mir, dass die ganzen Türen zu sind und er nicht wegkommt. Eine Schlüsselkarte. Kurz überprüft, alles sicher. Dann schnell zurück. Ach, wir... so viel zur Schlüsselkarte. Vielen Dank. Was haben wir denn hier? Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Ist jetzt nicht viel. Ich schaue noch mal ein bisschen nach. Da ist eine Batterie. Sehr gut. Die Tür ist zu. Und die ja auch. Eigentlich kann der Fettsack da nicht rein. Außer, obwohl er kriegt die Tür bestimmt auf. Ich meine, der reißt Leute die Köpfe runter. Dann gehen wir mal zu den Duschen. Hallo. Oh nein. Oh, ein Speicherpunkt. Was? Ziel, entkomme durch die Duschen? Ich muss mich ja nicht beeilen jetzt, oder? Nur für den Fall. Damit ich ja auch höre, wenn er auf einmal hinter mir steht. Die von beiden. Ich habe doch extra zugeschlossen, dass das nicht passiert. Da war einer hinter mir, der zweite von den Bastarden. Boah, dieser Drecksack. Denke, ich weiß, wo ich hin muss.
Ich kann nicht nach unten sehen, es ist aber anscheinend doch ein bisschen tief. Sonst würde ich einfach runterspringen. Mit Alt könnten wir ja eigentlich, aber ich glaube, wir würden drauf gehen. Und lass uns mal nachschauen, ob die noch hier sind. Okay. Sieht eine Karte. Sieht gut aus. Aha. Ich bezweifle ein bisschen, dass die Tür geht. Nee. Wir sind nicht zurückgegangen, oder? Nee. Wir müssen hier rein. Und wir kommen hier auch rein. Ich wäre jetzt auch gerne auf die andere Seite gegangen, aber wenn wir schon hier sind, dann schaue ich mal auch gleich mal, was wir hier tun können. Ein weiterer Knopf, um die Schleusen zu öffnen. Na dann. Oh. Oh, du kommst hoffentlich hier nicht rein, oder? Oh, hallo. Oh. Ist er durchgebrochen? Ich glaube nicht, oder? Der ist durchgebrochen. Ah, ich Idiot. Hallo. Okay. Oh. Okay, streichen wir den anderen Gang. Mist. Nein, falsche Seite. Oh nein. Nope. Das sollte nicht so... Wir sind weich gelandet. Oh, Alter. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Sehr gerne. Wir sind jetzt im Block C. Alter. Ja, tot. Okay. Ich will am liebsten hier reinsitzen, die Tür zu machen und war. Ich wollte die Tür noch schließen, aber sie ging gerade nicht. Ich will ein bisschen Batterie sparen. Ich will nicht die ganze Zeit darauf achten müssen. Wenn ich höre, dass er näher kommt, dann mache ich die Batterie wieder, also dann schaue ich wieder nachts sich durch, aber aktuell. Ja. Okay, ich glaube, der läuft seine Rundgänge hier ab. Ich lade jetzt mal nach. Ich will sie ja nicht riskieren, aber...
YOLO. Du hörst mich nicht, du siehst mich nicht. Einen anderen Weg. Ich lasse das alles jetzt einfach mal sein. Kommt er hier entgegen nicht, oder? Die Tür doch war hier zu. Okay, sehr schön. Sehr schön. Okay. Hier ist zu. Und da ist eine Enge. Da kommt er garantiert nicht durch, oder? Okay, ich glaube, wir sind sicher. Fürs Erste zumindest. Hat der eine Batterie dabei? Nee. Oh Gott. Oh, Speicherpunkt. Die Duschen. Wer hätte das gedacht? Na, Gott sei Dank sind sie zu. Dann habe ich ja nur noch ein... Boah! Diese verkackte Arschbratze. Boah, ganz ehrlich. Du schreist wie ein Mädchen, Alter. Ah, ja, ja. Oh Gott. Gut. Ich setze auf meine Einkaufsliste eine Packung Pampers. Ich glaube, das ist ein guter Einkauf. Ich will hier noch nicht rein. Ich glaube, hier ist zu. Yep. Uns bleibt nur noch dieser... Oh Gott. Aber wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich mache hier eine Pause. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Outlast.